Handbuch Arbeitsrecht, 17. Auflage, Paragraph 1, Grundlagen des Arbeitsrechts 17, Europäisierung des Arbeitsrechts C, Bundesagentur für Arbeit. Der nächste Paragraph ist Gestaltungsfaktoren und Rechtsquellen des Arbeitsrechts. Danach kommt Grundrechte im Arbeitsverhältnis. So. Hier ist es nicht Europäisierung des Arbeitsrechts, es ist arbeitsrechtliche Behörden in der Bundesrepublik Deutschland. C, Bundesagentur für Arbeit. Es ist römisch 7. und 1. staatliche Arbeitsbehörde C, Bundesagentur für Arbeit. So, jetzt habe ich mich orientiert. Ist noch früh am Sonntagmorgen. Die Bundesagentur für Arbeit ist eine rechtsfähige bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Sie befasst sich mit der Arbeitsförderung. Ja, das war's schon. D. Oberste Arbeitsbehörde der Länder, die Länderarbeitsministerien. Die Landesarbeitsministerien sind die obersten Landesarbeitsbehörden. Sie bearbeiten in der Regel Angelegenheiten aus den Bereichen Arbeitspolitik, Arbeitsrechts, Arbeitsrecht, Arbeitsgerichtsbarkeit, Lohntarif und Schlichtungswesen. Heimarbeit, Jugend- und Berufsnachwuchsfragen, Gewerbeaufsicht, Arbeitsschutz, Arbeitszeit, Mutterschutz, Strahlenschutz, macht hier in Nordrhein-Westfalen die Bezirksregierung, wundert mich gerade. Technisches Messungswesen, Reaktorsicherheit, Sozialversicherung, Sozialgerichtsbarkeit, Kriegsopferversorgung und schwerbehinderte Menschen. Weitere Behörden. E. Für arbeitsrechtliche Einzelfragen sind die wichtigsten Behörden auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes die Gewerbeaufsichtsämter. Sie sind als Landesbehörden errichtet, ihnen sind in der Regel als Mittelinstanz die Regierungspräsidenten bzw. Bezirksregierung und als oberste Instanz die Landesarbeitsministerien vorgeordnet. Sie beschäftigen sich vor allem mit dem allgemeinen Arbeitsschutz und dem Arbeitsschutz, Arbeitszeitschutz, dem Mutterschutz und dem Jugendarbeitsschutz. Das weitere Behörden des Bergarbeiterschutzes, die Berg- und Oberbergämter sowie die Zentralstellen für die Bergmannsversorgungs. Für den Bergmannversorgungsschein. Heimarbeitsschutzes, Heimarbeitsausschüsse nach § 4 Heimarbeitsgesetz durch die Landesbehörden errichtet werden. Ferner sind nach dem Heimarbeitsgesetz Entgeltprüfer vorgesehen, die häufig in die Gewerbeaufsichtsämter eingegliedert sind. Was ich hier mache, wird vielleicht mal Heimarbeit, dann muss ich mich an den Heimarbeitsausschuss wenden. Weitere Behörden der Rechtsprechung, Arbeits- und Landesarbeitsgerichte, die erst- und zweitinstanzlichen Gerichte der Länder sind, sowie das Bundesarbeitsgericht. Okay. In den neuen Bundesländern waren Kreis- und Bezirksgerichte bis zum Aufbau einer Arbeitsgerichtsbarkeit zuständig.
Werte Behörden des Schutzes schwerbehinderter Menschen, Integrationsämter und Beschwerdeausschüsse, die im Rahmen der Kündigung von schwerbehinderten Menschen tätig sind. Sowas ist wichtig. Da weiß man im Zweifelsfall, an wen man sich wenden kann. Und man kann auch auf diese Literatur verweisen und sagen, ihr seid zuständig. Ist immer gut, wenn man den Kopf hat, wo sowas steht. Ich mache mir gleich noch eine zweite Tasse Kaffee, glaube ich. So. Arbeitsrechtliche Behörden in der Bundesrepublik Deutschland, zweitens Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sind keine Behörden, ist ausdrücklich hier fett gedruckt. Ihnen obliegt gemäß Artikel 9.3 Grundgesetz die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen ihrer Mitglieder zu fördern. Demgemäß beschränkt Paragraf 3 Römisch 1 des Tarifvertragsgesetzes die Wirkungsweise der Tarifverträge grundsätzlich auf die Mitglieder der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisation. Zu gut Deutsch, die handeln was aus und das ist nur gültig für die Mitglieder. Die Gewerkschaften sind seit 1990 verfassungsrechtlich anerkannt. Das ist ein Hinweis auf die Bedeutung der Gewerkschaften. Die gibt es schon lange, die gibt es seit der Weimarer Republik und die stehen seitdem sogar in der Verfassung. Unsere Verfassung heißt Grundgesetz, muss man an der Stelle dazu sagen. Und meins liegt immer noch auf dem Schreibtisch und ich habe es nicht dabei. So. Vielleicht denke ich nicht, glaube ich, denke heute auch nicht. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen, die ich hier in die Wohnung bringen muss. Selbst wenn ich dran denken würde, würde ich mir sagen, nimmst du lieber die anderen Sachen mit. So. Arbeitsrechtliche Behörden in der Bundesrepublik Deutschland. Drittens, Arbeitnehmerkammern. Arbeitnehmerkammern bestehen in Bremen. Im Saarland heißen sie Arbeitskammern. Im Ausland sind Arbeitnehmerkammern in Österreich und in Luxemburg errichtet. Die Aufgaben der Arbeitnehmerkammern bestehen in der äußeren und inneren Interessenswahrung der Arbeitnehmer. Ihre Aufgaben unterscheiden sich von denen der Gewerkschaften, die vorwiegend auf die kollektive Gestaltung der Arbeitsbedingungen ausgerichtet sind. Ihre Errichtung ist verfassungsrechtlich zulässig. Zu den Arbeitnehmerkammern sind auch die Mitgliedsbürger der EU wahlberechtigt, weil andernfalls ein Verstoß gegen die Freizügigkeit vorliege. Dazu gibt es auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 1994. Im Land Bremen besteht eine Arbeitnehmerkammer, der alle im Lande Bremen tätigen Arbeiter und Angestellten angehören. Paragraph 4 des Arbeitnehmerkammergesetzes. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Die Arbeitnehmerkammer im Saarland ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, der die im Saarland wohnhaften oder beschäftigten Mitglieder angehören. Beschluss 1.3 Arbeitskammergesetz. Organe der Arbeitskammer sind die Vertretungsversammlung und der Vorstand. Das heißt natürlich auch nicht Paragraph, sondern Beschluss 4 des Arbeitnehmerkammergesetzes. Beschluss 4 des Arbeitskammergesetzes. Die Arbeitskammer hat die Aufgabe, als öffentlich-rechtliche Vertretung der im Saarland beschäftigten Arbeitnehmer gemäß Artikel 89 der Verfassung des Saarlandes die allgemeinen wirtschaftlichen
ökologischen, sozialen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wahrzunehmen und die der Hebung der wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen und kulturellen Lage der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen abzielenden Bestrebungen zu fördern. Sie kann hierbei die wissenschaftliche Forschung zur Unterstützung heranziehen. Okay, muss ich mal gerade nochmal angucken. Aha. Es sollen also Interessen wahrgenommen werden, und zwar die allgemein wirtschaftlichen, die ökologischen, die sozialen und kulturellen. Und es soll die Lage, die wirtschaftliche, die ökologische und die soziale und die kulturelle Lage erhöht werden oder gehoben werden, zu gut Deutsch. Ich will mich kulturell bilden, gehe in den Chor und singe ein Konzert mit und ich kann dann dieses Konzert singen und damit hat sich meine kulturelle Lage gehoben. Sowas soll gefordert werden und diese Bestrebungen, zum Beispiel das Gehen in den Chor, sollen auch gefördert werden. Man soll sich dabei auf wissenschaftliche oder die Arbeitskammer soll sich dabei auf wissenschaftliche Forschung stützen. Ich finde das sehr gut. In Nordrhein-Westfalen gibt es das anscheinend nicht. So. Gestaltungsfaktoren und Rechtsquellen des Arbeitsrechts. Gliedert sich wie folgt: Römisch 1 Allgemeines, Römisch 2 Überblick zu den einzelnen Gestaltungsfaktoren, erstens Arbeitsvertrag, zweitens Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, drittens Gesetze und Rechtsverordnungen, viertens Grundgesetz und Unionsrecht. So, römisch erstens Allgemeines, Gestaltungsfaktoren und Rechtsquellen des Arbeitsrechts, römisch erstens Allgemeines. Es gibt eine Vielzahl rechtlicher Gestaltungsfaktoren, das ist fettgedruckt. Und dann gibt es einen besonders hervorgehobenen deutsch-grauen Kasten. Der hat auch drei fettgedruckte Worte oder Ausdrücke, nämlich einseitig zwingend, Gewohnheitsrecht und Erlasse. So. Ich vermute, bei den fettgedruckten Wörtern handelt es sich um Fachvokabular des Arbeitsrechts. Ich bin kein Arbeitsrechtler. Das soll man dann verwenden, wenn man mit Arbeitsrechtlern spricht oder vor den Arbeitsgerichten. So. Also, das Arbeitsverhältnis ist durch eine Vielzahl rechtlicher Gestaltungsfaktoren gekennzeichnet. Die Rechtsanwendung leidet dabei unter einer Rechtszersplitterung, weil sich die Gesetzgebung seit Jahrzehnten außerstande sieht, ein einheitliches Arbeitsgesetzbuch zu schaffen. Zuletzt haben Preis und Hessler einen Entwurf eines Arbeitsvertragsgesetzes vorgelegt. Ob sich dieser Entwurf in der parlamentarischen Beratung durchsetzt, bleibt abzuwarten.
sind wir wieder bei der Zeitung, die das Nazi-Kürzel weiterverwendet hier. Naja. Ich kriege immer das Kotzen, wenn ich sowas merke. Jetzt der graue Kasten mit den fettgedruckten Ausdrücken. Einseitig zwingend, Gewohnheitsrecht und Erlasse. Gesetzliche Regelungen des Arbeitsverhältnisses sind regelmäßig einseitig zwingend. Das heißt, von ihnen kann nur zugunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden. Das gilt im Grundsatz ebenso für Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen. Einzelne gesetzliche Bestimmungen sind allerdings Tarifvertrags- und Betriebsvereinbarungsdispositiv ausgestaltet. Neben dem Betriebsvereinbarungsdispositiv heißt, neben dem gesetzlichen Recht kann auf allen Ebenen Gewohnheitsrecht gelten, das den Rang seiner Rechtsquelle hat. Aha, so. Ein Vertrag, der schon lange gilt, ist gültig als Vertrag, selbst wenn er grobe Rechtschreibfehler enthält, ganz einfach, weil er so lange gültig ist. Es ist aber auch weiterhin nur ein Vertrag und nicht ein Gesetz oder sowas. Das heißt, er muss auch dann vertragrechtlich behandelt werden. Das ist, glaube ich, damit gemeint. Keinen Rechtsquellencharakter haben die Erlasse eines öffentlichen Arbeitgebers. Sie sind lediglich innere Verwaltungsanweisungen. Sie können jedoch zum Inhalt eines Arbeitsvertrags gemacht werden. Geil. So. Das schreibe ich mir auf. Gerade nach, wie man zitiert. Das Arschloch am Arbeitsgericht hat nämlich mit dem Schulgesetz gewackelt und mir gesagt, dass man Schulen nicht verklagen kann. Da steht gerade, dass das Schulgesetz an der Stelle überhaupt gar keine Gültigkeit hat, weil es ist
einer Last des öffentlichen Arbeitgebers. Es ist eine parlamentarische Abstimmung und ist da des Landtages und ist dann zum zum Schulgesetz geworden. Hier. Schau, Arbeitsrechtshandbuch. Man kann das auch einfach mal schreiben. 17. Auflage. Verlag CH Beck. Und der ist aus München. Und das Ganze ist aus dem Jahr 2017. Und es ist Seite 6. Paragraph. Zweitens, Gestaltungsfaktoren und Rechtsquellen des Arbeitsrechts. Römisch erstens, Allgemeines, das ist immer in der Juristerei viel Arbeit zu zitieren, Randnotiz 2, und dann kann man sogar die Zeilen angeben. 1, 2, 3, 4, 5. 6, Zeile 6 und folgende. Man zählt aber erst ab der Randnotiz. Keinen. Muss ich doch das schwere Ding mitnehmen zum Arbeitsgericht. Rechtsquellen. Charakter. Muss ich mir ordentlich aufschreiben.
wichtig, dass ich das aufführe und anführe. So. So, Gestaltungsfaktoren und Rechtsquellen des Arbeitsrechts. Zweitens, Überblick zu den einzelnen Gestaltungsfaktoren. Die Bedeutung der einzelnen Grundrechte wird auch spannend. Da kann man wirklich mal was. Ja. Überblick zu den einzelnen Gestaltungsfaktoren. Römisch 2, erstens Arbeitsvertrag. Der Inhalt des Arbeitsverhältnisses richtet sich zunächst nach dem Arbeitsvertrag. Hieraus ergibt sich für den Arbeitgeber das Weisungsrecht nach Paragraf 106 der Gewerbeordnung. Siehe dazu Paragraf 45 Rentennotiz 1 und folgende, womit er die Arbeitspflichten des Arbeitnehmers das konkretisiert. Also, der Arbeitgeber hat ein Weisungsrecht und mit seinem Weisungsrecht konkretisiert er die Arbeitspflichten. Ich frage mich gerade, ob ich als Angestellter überhaupt eine dienstliche Anordnung bekommen kann oder ob ein Schulleiter nur sein Weisungsrecht wahrnehmen kann. Das ist eine spannende Frage. So, dann gibt es die Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen als Gestaltungsfaktoren und Rechtsquellen des Arbeitsrechts. Weisungsrecht war übrigens vorher fett gedruckt. Hier ist Tarifverträgen fett gedruckt, Betriebsvereinbarungen und allgemeinverbindliche Erklärungen fett gedruckt. So, das vertraglich Vereinbarte muss seinerseits mit den einschlägigen kollektiven Normen aus im Einzelfall anwendbaren Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen vereinbar sein. Das bezieht sich auf den Arbeitsvertrag und wahrscheinlich auch auf die Weisungen. Das ist in Bezug auf Betriebsvereinbarungen, dass der Tarifvorbehalt des Beschluss ist 77.3 Betriebsverfassungs dabei ist
in Bezug auf Betriebsvereinbarungen der Tarifvorbehalt des Beschlusses 77.3 Betriebsverfassungsgesetzes zu beachten. Tarifverträge können nach Beschluss 5 Tarifvertragsgesetz für allgemeinverbindlich erklärt werden. Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung ist im Verhältnis zu den ohne sie nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein Rechtssetzungsakt eigener Art zwischen autonomer Regelung und staatlicher Rechtssetzung. Okay. Das heißt, es kommt einem richterlichen Urteil gleich. Man braucht auch also gar nicht erst dagegen zu klagen. Wenn, muss man gegen den ganzen Tarifvertrag wahrscheinlich klagen. Der seine eigenständige Rechtsgrundlage in Artikel 9 des Grundgesetzes hat und nicht an Artikel 80 1 GG, an Artikel 80 1 des Grundgesetzes zu messen ist. Aha, an der Stelle gibt es anscheinend einen Widerspruch im Grundgesetz. Und ich habe keinen Star, also kann ich den jetzt nicht an einem Beispiel erläutern. So. Kann sich direkt auf die Verfassung rufen und das kommt einem richterlichen Urteil nach und man muss gegen den ganzen Tarifvertrag vorgehen und ein Tarifvertrag ist immer allgemeinverbindlich gültig. So, schon allein weil Artikel 9 vor Artikel 80 kommt im Grundgesetz. Das Wichtigste zuerst. So. Wir sind bei Gestaltungsfaktoren und Rechtsquellen des Arbeitsrechts, Römisch 2, Überblick zu den einzelnen Gestaltungsfaktoren, drittens Gesetze und Rechtsverordnungen. Und ich habe nur noch 5 Minuten auf der Uhr. Ich glaube, das schaffe ich noch. Gesetze und Rechtsverordnungen. Es sind folgende Fachausdrücke des Arbeitsrechts fettgedruckt. Gesetze, Rechtsverordnungen und Landesrecht. Wenn ich als Jurastudent so ein Buch durcharbeiten würde, ich würde mir jeweils die fettgedruckten Sachen aufschreiben und entweder definieren, was das ist, oder das an einem Beispiel verdeutlichen. Hier, wenn zum Beispiel sowas da steht wie Arbeitnehmerschutz, würde ich so schreiben, der Arbeitnehmerschutz ist gesetzlich geregelt, Beispiele für Arbeitnehmerschutz sind, und dann würde ich da hinschreiben, was Arbeitnehmerschutz ist und das entsprechende Gesetz zitieren. So wird einem, glaube ich, der Inhalt des Buches ganz gut klar. So, Gesetze und Rechtsverordnungen. Der Arbeitsvertrag sowie die Kollektivregelungen dürfen ihrerseits nicht gegen Gesetze verstoßen. In Bundesgesetzen können nach Artikel 80 des Grundgesetzes die Bundesregierung, ein Bundesminister oder die Landesregierung ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Okay, ein Tarifvertrag kann in seiner Allgemeinverbindlichkeit nicht durch Rechtsverordnung eingeschränkt werden. Das steht weiter oben. Macht der Bund von seiner Rechtssetzungsbefugnis Gebrauch, tritt das entsprechende Landesrecht außer Kraft. Bundesrecht bricht gemäß Artikel 31 Grundgesetz Landesrecht. Die Länder haben im Bereich des zu konkurrierenden ist ein Rechtschreibfehler drin. Die Länder haben im Bereich des zu konkurrierenden Gesetzgebung gehörenden Arbeitsrechts
das ist ein Wort. Muss ich mal. Naja, ich will es hier nicht öfter vorlesen. Die Länder haben im Bereich des zur konkurrierenden Gesetzgebung gehörenden Arbeitsrechts gemäß Artikel 72.1 des Grundgesetzes ein Gesetzgebungsrecht nur, soweit der Bund hiervon keinen Gebrauch macht. Das betrifft zum Beispiel den Bildungsurlaub. Wie für den Bund ist in den Landesverfassungen die Möglichkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen auf der Grundlage landesgesetzlicher Vorschriften vorgesehen. So. Ich schreibe mal, Bundesrecht bricht gemäß Artikel 31 Grundgesetz Landes, unterstreiche ich mir auch, das passt zu dem, was da oben steht. Jetzt schreibe ich auch noch viertens. Gestaltungsfaktoren und Rechtsquellen des Arbeitsrechts römisch 2, Überblick zu den einzelnen Gestaltungsfaktoren und viertens ist Grundgesetz und Unionsrecht. Gesetzlich folgende arbeitsrechtliche Fachausdrücke sind fettgedruckt: Grundgesetz, Unionsrecht, internationale Vereinbarungen. Gesetzliche Regelungen müssen mit den verfassungsrechtlichen Bestimmungen des Grundgesetzes sowie dem Unionsrecht und den anwendbaren internationalen Vereinbarungen vereinbar sein. Bei der Auslegung und Anwendung von Gesetzen ist grundsätzlich das höherrangige Recht zu berücksichtigen. Ich vermute, das Ganze hat schon eine Abstufung. Grundgesetz, Unionsrecht, internationale Vereinbarungen. Das war's. Die Eieruhr hat geklingelt. Ich bin ziemlich pünktlich fertig geworden. So. Mir hat das auch schon was gebracht für meine Rechtsakte. Ein Verfahren, das mit einem Urteil abschließt, ist ein Rechtsakt. So. Weil ich geklagt habe, sind es meine Rechtsakte. So. Als nächstes kommt Paragraph 3, Grundrechte im Arbeitsverhältnis. Ich will erst in eins rein. Tschüss.